Oh, wer ist denn da? Sind das nicht die Herren von gerade eben? So, Herr Klaus, kommen Sie mal raus. Dann zeige ich Ihnen mal die schöne Landschaft hier und unsere nette Go-Kart-Bahn. Herr Butler, können Sie den Panzer einparken? Sind Sie so lieb? Dankeschön. Wir müssen Sie mal da weggehen, sonst können wir ja gar nicht drehen. Oh! Ja, Herr Klaus, kommen Sie mal mit. Zeige ich Ihnen schnell die Go-Kart-Bahn. Kommen Sie mit. Guten Tag, meine Herren. Wir sind gleich für Sie da. Guten Tag. Guten Tag. Schauen Sie mal, das ist unser schönes Testgelände für Go-Karts. Hier veranstalten wir jede Woche ein Rennen und da werden die besten Go-Kart-Fahrer treten hier gegeneinander an. Go-Kart-Fahrer, kommen Sie mal bitte. Go-Kart-Fahrer. Zeigen Sie doch mal den netten Herrn Klaus, wie Sie eine kurze Renne da durchfahren, bitte, mit dem Go-Kart. Ja, können wir euch gerne übernehmen. Oder Sie können ja auch mich mal eine Runde drehen lassen. So, Herr Klaus, ich habe Ihnen gerade meinen Schlüssel gegeben von dem Go-Kart. Das steht vorne an der Tankstelle. Ich erhole das mal kurz, kleinen Moment. Ja, guten Tag, meine Herren. Sind Sie hier gewesen zum Trainieren für das nächste Rennen am Wochenende? Das kann man so sagen, ja. Oh, schön, schön. Ja, da bin ich gespannt. Diese kleine Rundfahrt wird den Klaus sicher gut tun. So, Herr Klaus. Aber passen Sie auf, wenn Sie reinfahren. Vorsicht, Klaus. Klaus, langsam. So, gute Fahrt, Klaus. Und los geht's, los geht's! Ja, da bin ich mal gespannt. Klaus! Schneller, Klaus! Schneller! Komm, Klaus, du ziehst ihn ab! Ja, sehr schönes Kart, aber Herr, wie ist er denn gleich nochmal? Der Herr Malle, guten Tag. Nennen Sie mich einfach Malle, genau. Ja, ich hab da aus Versehen, ne, so ein Platten da. Also die haben da... Boah, das ist nicht tragisch. Das kommt schon öfter vor, da haben wir extra schnell Equip für, um das auszutauschen. Ja gut, das bezahle ich Ihnen natürlich, ne, das lasse ich ja nicht auf mir sitzen. Ach, aber da übernehmen bestimmt gerne die Sheriffs. Ja, Klaus, dann fangen wir gleich an. Wieder einmal drücken müssen. Herr Sungo, jetzt ja. Entschuldigung. Beruhigen Sie sich, die sind ja, Entschuldigung. So, Herr Malle, sehen Sie da meinen Kollegen mit meinem Fahrzeug? Da vorne. Richtig. Das mit den Ketten statt Rädern. Gehen Sie da bitte mal hin und warten einen kleinen Moment. Alles klar, danke. So, ja, sag mal. Sie sind ja auch gerade mitgefahren, habe ich das richtig gesehen? Ja, bitte. Ja, aber nur eine Runde. Okay. Welches von den zwei Autos ist denn Ihr Car? Nicht seit lange, weiß. Hier das linke, hier das blaue. Das ist blau. Oh, ich muss mal mit 80 Kilo ausmachen, Moment. Ja, jetzt sehe ich auch, dass es blau ist. Die sind ja auch ganz blau. Also, Ihr Ansatz. Ja, passend zum Fahrzeug. Ja, also heißt jetzt nicht, dass ich blau bin vom Trinken. Nee, also, ich darf man ja nicht mehr fahren. Ja, das ist bei... ja, dann sollten Sie mal nicht zu nah an dem Sungo gehen. Der stinkt wie eine Brauerei. Ah, niemals! Oh, sowas ist Polizist? Ja, das ist ja der Feuer des Tages. Hat man mal einfach viel getrunken. Ah, Sungo. Wie viel haben Sie denn getrunken? Oh Gott. Ich glaube, ich bleib mal hier. Ja, Klaus, Sie haben da guten Draht zur Regierung. Das müssen wir mal dem Chief mitteilen. Also das kann ja wohl nicht sein, so. Also, das weiß er schon, ne? Aber der ist auch voll, Leute. Ah. Ach so, ja, gut, nun ist er noch besser. Nun ist er auch schon sehr alt.
Boah. Oh. Boah, was ist das hier, ey? Oh. Also wir können auch ruhig mal her Socken, Sockenbatze können rüber ein paar Meter weg gehen. Ich hänge in die Reifen fest. Moment. So, ich bin ein paar Meter weg. Entschuldigung! War nicht mit Absicht, ich habe heute Bohnen Scheiße. Gegessen! Zungo. Oh, oh, was soll das denn? Oh, Herr Sockenbart, da ich ja Ihr Hobby unterstütze, ne? Hier mit dem Kartfahren, ne? Ich finde das ein sehr schönes Hobby, ne? Gebe ich Ihnen eine kleine Belohnung. Oh, das ist aber lieb von Ihnen. Oh, ich denke mal, das reicht ein bisschen, ne? Dass Sie Ihre Fahrzeuge ein bisschen aufwerten können. Ah, so, haben Sie Magazine geklaut? Was sagen Sie, Sir? Haben Sie Magazine geklaut? Oh, Entschuldigung! Herr Kleber, Sie müssen das ja auch mal so sehen. Die arme Polizei, ja, die hat auch nicht mehr so viel Geld. Das sagen die bei uns auch immer. Die stecken randvoll, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Ach, denken Sie wirklich, die haben so viel Geld, Mensch? Aber dann wird der doch nicht klauen, oder? Na, ja, gut, der ist ja auch ein bisschen betrunken heute. Ah, ich muss mal hin zu dem Herrn, Malle. Ja, dann Neuer Mann, kommst du mal mit um die Ecke, kommst du mal mit. Oh, das ist aber ein schönes Geschenk, du. Da würde ich mich drauf freuen. So, Herr Maler, ich leg ihm mal was hin, jetzt schenke ich ihn mal, ne? Oh, lala. Das ist aber was Großes, du. Ja, das ist auch ein Prototyp. Ne? Aber Kollege, was der Kollege jetzt mit der Munition wollte, weiß ich auch nicht. Weil er mit seiner Flöte, die er dabei hat, das ist ja keine Knarre, das ist eine Flöte. Ah, hier liegt noch ein bisschen Munition hier auf dem Boden, ne? Können Sie auch nehmen, wenn Sie wollen. Oh, Spaustreck. Weil die kann er sich zur Not, kann er sich die ja auch selber kaufen. Ich meine, die Waffe kriegst du ja, bloß die Lackierung halt nicht, ne? Da findest du schon auch Munition. Also, das ist schon schickes, du. Danke vielmals. Ja, gut, dann passen Sie gut drauf auf, ne? Und dann wünsche ich die Herren noch einen angenehmen Tag. Ja, wünsche ich Ihnen auch. Danke gleichfalls. Alles. Ja, alles klar. Kommen Sie wieder gut nach Südamerika. Das werden wir, glaube ich, schaffen. Hoffe ich zumindest. Beim Landen hat sich auch vorher... Ich denke mal, heute schafft er das nicht mehr, oder? Also wenn er nur noch nach Kavala wollt, dann wird das schwer. Jetzt schauen wir mal, ne? Was der Betrunkene so gut sich da zurecht hat. Gut, ich muss weiter. Ja, schönen Tag noch. Ja, Tag. Ja. Vielen Dank. Guten Tag, ihr habt die Drohnenpresse. Ja, wissen Sie denn, wer ich bin? Wissen Sie denn, wer ich bin? Nee. Wissen Sie nicht? Ah, zeigen Sie mal, was haben Sie da für eine Waffe? Okay. Ah, schickes Auto haben Sie. Ja, das bin ich auch. Ach, okay. Das haben Sie in Ihr Lager, sicherlich Kupfer, ne? Nee, Salz. Nee, Salz, das ist auf der Salzroute, Herr Klaus. Also so hinter der Salzroute. Gesundheit. Haschisch! Gesundheit. Herr Sungo, nicht wieder an die Drogen denken. Oh, Entschuldigung. Mensch, Herr Klaus, ich hab mir so gedacht. Ich muss da ich mal hab mir so gedacht. Ich war, Herr Maximilian, warte mal. Ich hab da vorne einen stehen. Alles klar. Ich muss da mal kurz hin, ich muss von dir was fragen. Ich glaube, das ist schon gleich ein Typ für uns. Warten Sie mal. Fragen Sie den mal. Der will glaube ich, auch mal wissen, wer Sie sind, glaube ich. Also, den können Sie mal befragen, ja. Hallo. Oh, hallo, Maximilian. Boah, der Herr, kann ich mal ein paar Runden mit Ihrem krassen Gefährt hier drehen? Ja, na klar doch. Ich schließe ihn mal das auf. Ja, machen wir mal. Können Sie gerne mal wieder wegfahren. Ein bisschen Zeit vertreibt hier. Drohnenpresse, kommen Sie mal kurz mit. Ja, kommen Sie mal kurz 10 Meter mit. Ah, oh, er hat die Drohnenpresse, ne?
Ich bin ja hier ein Waffenhändler, ne? Ich bin ja ein Waffenhändler. Ich bin ja hier aus Südamerika angereist worden mit dem Jet, falls Sie das nicht gesehen haben, ne? Haben Sie vielleicht gesehen, oder? Ne? Und hätte vielleicht eine Kleinigkeit für Sie. Hätten Sie daran Interesse? Ja, danke, ich hab eine Waffe, die reicht mir. Ich hab mir nämlich gehört, ja. Weil das hier ja, ist Herr Zitronenpresse! Möchten Sie noch irgendwann den Gruß loswerden? Aber leider keine Zeit, Herr Blick. Was möchte ich? Ach, möchten Sie noch jemand grüßen, Herr Zitronenpresse? Ich will mir das nur mal angucken. Okay. Ich halte sogar Abstand. Alles gut. Nur gucken, nicht anfassen. Gut, also gut, dann können wir auch schon weiter. Alles gut. Mensch, nein, das ist der Herr Klaus so von der anderen Insel, Mensch. Das ist der wohnt doch hier gar nicht. Der guckt sich nur mal die Insel alt an. Und Entschuldigung! Klaus ist schießwütig! So, Herr Klaus, als Abschiedsgeschenk dürfen Sie noch einmal, weil Sie so schießmütig sind, einmal so einen netten Strider in die Luft jagen, wenn Sie wollen. Das geht auf unsere Kosten. Das hört sich sehr gut an. Aber es wäre sinnvoll, dass die Person aussteigt. Gut, Sir, Sie haben Feuererlaubnis. Sir, ich dachte, Sie können besser zielen. Wunderschön geschossen, Sir. Feedbacking, oh, merkst du's? Spürst du's irgendwie? Die feedbacken mich! Oh. Nur weil ich einen Mittagsschlaf habe. Warte. Oh, die sind voll fies. Gut. Ich hab schon gedacht, du hast jetzt einen Fleck geworfen. Wenn ich wieder ausrück. Kann mich auch noch helfen. So. Oh mein Gott, wir überleben das nicht. Das ist der Kollateralschaden. Wir sterben alle da Grumlo. Ja, wenn der mit dem Panzer. Alter. Bleibt auch noch kurz. Bleibt auch noch kurz hinten. Wir müssen aussteigen. Wir brauchen noch ein Video, wie er zum Panzer hinten zurück geht. Alter, fahrst du da nicht zurück? Und ist. Also, ich will definitiv nur hinten. Hinter Zungo bleiben. Nicht ich vorne. Ich will der auf einmal nicht vielleicht fahren. Für Zungo. Ich hab Angst. Zungo, der Panzer hat keinen Gopmut, ne? Ja, ich fühle mich im Panzer ein bisschen sicherer als im Strider dahinter.